Ja, jetzt allmählich wird's was, ne? Doch, ich denke, allmählich kriegen wir es hin. Also, wenn wir uns einmal klar gemacht haben, dass unsere Gedanken wirklich immer wieder Kristallenergie aufnehmen müssen, damit unser Denken richtig Kristallenergie ist, sodass sich dann natürlich in diesem Licht unsere Probleme auflösen. Wenn wir das einmal begriffen haben, ja, dann haben wir nichts Eiligeres zu tun, als andauernd zur Kristallenergie zu hechten. Das geht ja gar nicht anders. Denn wenn wir an die Kristallenergie wollen, dann müssen wir uns überlegen, dass wir unsere Gedanken dann Kristallenergie wirklich aufnehmen müssen. Ja, aber um Kristallenergie zu tanken und Kristallenergie wirklich aufzunehmen, muss ich praktisch daneben stehen. Ich meine, viele von euch fahren Auto. Oder wissen zumindest, dass man Autos auftankt. Aber es ist unmöglich, ein Auto aufzutanken, wenn die Zapfsäule 300 Meter entfernt ist. Dann bräuchtest du aber einen sehr, sehr langen Schlauch. Was passiert, wenn ein Auto 3 Kilometer vor der Tankstelle liegen bleibt? Naja, du nimmst wahrscheinlich einen Benzinkanister und winkst damit an anderen Autofahrern, ob sie dich wohl mitnehmen bis zur nächsten Tankstelle, damit du dann dein Auto auftanken kannst. Wenn kein Auto da ist, dann musst du eben laufen, und zwar mit dem Benzinkanister. Und dann gehst du eben hin und füllst es auf. Bei den Akkus, die jetzt aufgeladen müssen für E-Autos, ist es aber praktisch dasselbe. Du musst immer irgendwo zu einer Ladestation, damit dein Akku sich wieder aufladen kann. Aber damit es das kann, muss es praktisch an der Ladestation stehen. Was ist da mit uns? Genau dasselbe. Wenn meine Gedanken Kristallenergie aufnehmen, immer mehr und immer mehr, dann können sich natürlich alles Übel in meinem Leben logischerweise in meinem Licht auflösen. Aber wenn ich sehr viel Übles erlebt habe, und ich denke mal, in meinem Hörerkreis gibt es vielleicht den einen oder anderen, der wirklich so viel, viel Übel erlebt hat, der mittlerweile aber begreifen muss, dass ich das Übel nur in seinem Licht auflösen kann. Nicht irgendwo anders. Also auch ein Gott wird es dir nicht auflösen, auf gar keinen Fall. Denn der wartet darauf, dass du auf die Idee kommst, dass du das mal tust. Also ich weiß ja, das ist, also es gibt ja immer so diese Erzählung, oh Gott ja, und Gott war, will ja, und du sollst ja Gott nur vertrauen und dann wird er das alles lösen. Nee, Gott tut dann nichts dergleichen. Der wartet darauf, dass du auf die Idee kommst, es zu tun. Und dann zumindest ist das etwas, worauf wir warten, dass wir auch mal dahinter kommen. Irgendwann hast du satt, irgendwann hast du satt. Immer darauf zu warten, dass es ein anderer tut. Aber scheint irgendwie vornehmlich die Idee von Menschen zu sein. Andauernd sind sie damit beschäftigt, darauf zu warten, dass mal ein anderer auf die Idee kommt, irgendwas zu machen. Ja, nur dass du blöderweise davon nichts hast. Denn du stehst immer nur wie ein bewundernder Gast daneben. Irgendwie staunst du, wie alle anderen das können. Oder dann, wenn im Himmelreich oder so etwas, wenn es immer so erzählt wird, ach Gott, ja, und dann sind dann ja auch die Heiligen da und sowas. Entschuldige bitte einmal, die Heiligen, die haben Besseres zu tun, als darauf zu warten, dass alle Menschen sie anstaunen. Die Heiligen sind nichts weiter als Menschen, die gelernt haben, alles in kristallweißes Licht umzuwandeln. Und zwar deshalb, weil ihre Gedanken andauernd damit beschäftigt sind, Kristallenergie zu tanken. Andauernd. Sie sind immer dabei, Kristallenergie aufzunehmen. Und wieso? Weil ihre Gedanken bereits in der Kristallenergie sind. Weil sie andauernd daran denken. Als ich noch ein junges Mädchen war, eine sehr junge Frau, da war ich so 24 oder so, da wohnte ich einem Gottesdienst bei. Und der Pastor, der kam aus Argentinien und hatte aber eine gute Übersetzerin. Und der sagte so eindringlich, ich glaube, da verstand ich es sogar auf Spanisch, aber sie übersetzte es dann anschließend auch. Da ging es um David mit Goliath und so. Nun, ich mag die jüdische Lebensweise und Religionsweise nicht. Ich fand sie ein bisschen töricht, weil sie auf einem halben Wege stehen bleibt. Aber der Pastor sagte, Gott war mit David, weil David mit Gott war. Für uns heißt das, ich bin mit der Kristallenergie, weil die Kristallenergie mit mir ist. Oder die Kristallenergie ist mit mir, weil ich mit der Kristallenergie bin. Denn ich denke pausenlos an die Kristallenergie. Ich denke ständig an kristallweißes Licht. Ich denke ständig an Kristalle. Ich denke ständig an kristallweißes Licht.
Und so ist Kristallenergie und kristallweißes Licht in mir, weil ich im kristallweißen Licht bin. Ich denke da nämlich pausenlos dran. Und ich habe die Erwartung, in der Tat, dass sich jetzt meine Probleme auflösen. Und man könnte es auch so, das ist für dich ein prima Satz. Naja, merke ihn dir, schreibe ihn dir auf, wenn es sein muss, und lerne ihn 100 Mal oder sage ihn 100 Mal am Tag. Ich bin kristallweißes Licht, weil kristallweißes Licht in mir ist. So wahr mir Gott helfe. Wie wir gesehen haben in der Vergangenheit, in unserem Leben, im Leben der anderen und so weiter, hat ihn dir Glauben an den Gott ja noch nicht allzu viel gebracht. Ne? Ja, ach Gott, hilf mir hier mal raus, Gott, hilf mir hier mal raus. Vielleicht gehen das ein bisschen hanebüchen, Rade brechen, geht ein bisschen was. Aber eigentlich war das nie wirklich in Ordnung. Natürlich nicht. Die warten alle darauf, dass du das tust. Und meine Ansicht ist, ich gebe es zu, recht radikal. Da bin ich auch nicht zu Scherzen aufgelegt, hier nicht. Weil ich ganz genau weiß, dass sie in meinem Licht meine Probleme auflösen. Dann macht mein Licht aber auch den Menschen Beine, die versuchen, das zu verhüllen. Denn in meinem Licht lösen die sich auf. Das verglüht darin. Und das ist, wenn einige doch etwas zu übermütig sein sollten und dann versuchen, das da doch ein bisschen rauszukitzeln, wird für einige dann eine blöde Erfahrung. Denn ehrlich gesagt, Ärger, sich selbst Ärger einzubrocken und dann nicht dem Ärger gewachsen zu sein, das ist blöd. Das ist echt ärgerlich, weil du dann andauernd damit beschäftigt bist, sich über andere Menschen zu grämen und immer zu glauben, dass die dafür verantwortlich sind, dass du selber Ärger hast. Unser Problem hier auf der Welt lässt sich einfach in einem Satz zusammenfassen. Wir haben uns die Probleme eingehandelt und sind nicht in der Lage, diese zu lösen. Aber warum nicht? Wieso tun wir es denn nicht? Weil uns das nicht als Möglichkeit zur Option gestanden hat, weil es uns keiner erklärt hat, weil es uns keiner gesagt hat. Nun, das ist vielleicht nicht das Problem, dass man es dir nicht erzählt hat. Das ist dann ja verständlich, dass man das dann nicht getan hat. Aber so haarsträubend gemein, wie einige hier sind, braucht niemand zu sein. Auch nicht, wenn er weiß, auch nicht, wenn er sich damit rausredet, er hat nicht gewusst, dass er sich damit die größten Probleme einhandelt. Also wäre ich eine Heiratsfinderin und würde da einem Rentner da dann sein letztes Geld aus der Tasche ziehen und er sich dann anschließend nur noch sich um seine Liebe betrogen und auch noch so Geld ist auch noch weg, dann kann ich mich nicht später damit rausreden, dass ich nicht genau gewusst habe, was ich mir da eingehandelt habe. Ich habe es getan, weil ich dafür eine Empfänglichkeit dann gehabt hätte. Und das wäre ja wohl, das ist keine Entschuldigung. So hanebüchen gemein müsste man dann ja wohl nicht sein. Verstehst du, was ich meine? Das ist günstig. Denn wir haben sicherlich auch einige Zuhörer hier auf diesem Kanal gehabt, die vielleicht nicht gerade, deren Wirken hier auf der Erde vielleicht nicht immer ganz so stubenrein war. Und nicht ganz so hasenrein war. Die haben gute Pech. Dann werden sie eben dafür sorgen, dass es jetzt wieder auf sich dann wieder auflöst. Das tut übrigens auch das betrogene Opfer. Ich meine, der arme Wicht, wer sich da um seine Ersparnisse geprellt sah, von irgendjemand anders, denn solche Karrieren habe ich nie angestrebt und habe ich auch nie in der Vergangenheit so mir da eingeheimst. Aber der muss sich klar machen, okay, Resonanz ist Resonanz. Kristallenergie ist Kristallenergie. Und wenn ich andauernd an Kristallenergie denke, dann bin ich empfänglich für Kristallenergie. Die wiederum aber ist dann auch in meiner Nähe. Und ich wiederum kann sie tanken, kann sie aufnehmen. Aber wenn ich sie aufnehme, dann ist Kristallenergie in mir. Und ich bin in der Kristallenergie. Und in meinem Licht lösen sich meine Probleme auf. Das ist doch das, was alle von einem Gott erwarten, wenn ich mich richtig erinnere. Was erwarten denn alle von einem Gott? Von dem die meisten sagen, dass es den nicht gibt. Ja, okay, von mir aus. Den kapieren sie es immer noch nicht. Kann man nicht ändern. Aber die meisten erwarten von einem, also wenn sie an Gott glauben, dann erwarten sie, dass Gott Licht ist. In deinem Licht, oh, da ist alles so wunderschön. Wundervoll, dass bei Gott alles so wundervoll Licht ist, das nützt einem Menschen überhaupt nichts, wenn er daran glaubt. Denn wenn er nicht in der Lage ist, dieses aufzunehmen, dann kann sich in seinem Leben auch nichts auflösen. Wie ist aber jetzt, wenn ich einmal an Gott glaube? Ich meine, ich habe ja gesagt, wenn ich an Gott glaube, also wenn ich etwas glaube, dann denke ich es auch.
Ja, aber sie glauben, dass Gott Licht ist, in dem Probleme sie auflösen, aber sie denken nicht, dass sie selbst das Licht sind, in dem sich die Probleme auflösen. Das heißt, sie stehen als bewundernder Gast irgendwo oder als bewundernder Zaungast irgendwo und können da mal rüberspähen. Aber meine Idee ist nicht, dass ich in meinem Leben auf etwas mal hinschiele oder da mal rüberspähe oder sowas. Meine Idee ist, in meinem Licht lösen sich meine Probleme auf. Und ich wünsche allen, wenn man das so sagen kann, dass sie das begreifen, dass es bei ihnen sich nicht anders verhält. In ihrem Licht lösen sich ihre Probleme auf und je mehr Probleme sie haben und mit denen sie nicht fertig werden, desto schwächer ist ihr Licht. Aber was gibt sie, was hindert sie denn jetzt daran, immer wieder in seinen Gedanken die kreisen zu lassen? Ich bin weißes Licht, weil meine Gedanken weißes Licht tanken, weil meine Gedanken bereits im weißen Licht sind. Wo ist denn da bitte das ganz große Problem? Das ganz große Problem ist, dass es für die meisten Menschen noch ein echter Spaß ist, Probleme zu haben und diese dann sich aufgrund dieser Probleme zu profilieren. Ich stelle mir gerade vor, wie Sacha Wagenknecht wohl auf das reagieren würde, was ich sage. Die lebt nämlich davon, dass eine ganze Menge Menschen das nicht wissen. Ist dir das schon aufgefallen? Die Kirche lebt davon, die Gottesdienste sind gefüllt von Menschen und die Bischöfe, die Päpste, ja, wie nennt man die Kardinäle und die Pastoren und sowas, die leben davon, dass ihre Gläubigen das nicht wissen. Das wäre mir eigentlich egal, wenn nicht es so viele Menschen gibt, die wirklich Probleme haben und ehrlich gesagt, mir steigt die, verzeiht bitte, aber allmählich die Kotze hoch, Verzeihung, wenn ich daran denke, wie viele Menschen sich aufgrund der Menschen, die wirklich leiden, sich darauf noch profilieren. Das kann ich nicht leiden. Weißt du, wenn Menschen alle guten Mutes sind und alle wissen auch, wieso, alles prima Licht, lass uns Gott feiern, eine tolle Sache, ja, dann habe ich auch nichts dagegen, dass hier jemand vor mir steht und den Ton anstimmt oder sowas. Dagegen habe ich dann gar nichts. Aber was ich wirklich zum Erbrechen widerlich finde, das sind Menschen, die sich vor die Kamera stellen oder in irgendwelche Gottesdienste sich da aufplustern und den Menschen der Salbung, was von Gottes Licht erzählen, wohl wissend, dass diese Menschen Probleme haben, die wirklich nach Lösungen schreien und sie selbst diejenigen sind, die ihnen genau das vorenthalten. Und dann werde ich wirklich sauer. Oder besser gesagt, dann fange ich wirklich an, Feuer zu spucken. Ich werde nicht sauer, ich spucke Feuer. Ich sage ja, bei mir sollte man sich nicht unbedingt aufhalten, wenn man Lust hätte, das Licht, sein eigenes Licht oder das Licht der anderen zu verdunkeln. Dann hat man bei mir meistens nicht allzu viel zu lachen. Aber sonst sind wir nicht ein geselliges Völkchen hier. Aber das ist eine traurige Sache. Aber ich sag dir ja, in meinem Licht lösen sich meine Probleme auf. Und ich kann mit Menschen nichts anfangen, die anderen Menschen genau diese Erkenntnis verwehren, dass sich in deren Licht ihre eigenen Pro oder deren Probleme auflösen würden. Ich kann damit nichts anfangen. Ich mag sowas nicht. Aber diese Volksverblödung geht ja schon seit Hunderten von Jahren. Und es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob das von der Kanzel kommt oder ob das von irgendeinem politischen Seminar kommt oder in irgendwelchen lächerlichen Diskussionsrunden, die mittlerweile immer lächerlicher werden, je mehr ich weiß, dass sich in meinem Licht meine Probleme auflösen. Und wisst, weißt du, und hier fange ich dann echt an, ein kleines Brötchen zu backen, weil ich denke, oh Gott, so war ich auch mal. Oh Gott. Hilfe, Mami. Ja, Hilfe, Mami. Die pfeift mir was. Die wollte nämlich nur, dass ich genau das lerne. Und darum hilft er ein Gott auch nur begrenzt weiter. Wenn du anfängst, dich zu bekehren, wenn du anfängst zu glauben, okay, da ist irgendwas dran und vielleicht ist da wirklich an Jesus was dran und so weiter und so fort, vergiss bitte nie, dass dieser Glaube an Jesus, wenn der echt ist, der hilft dir wirklich. Also du kommst in die Kristallenergie. Und da kannst du es ja auch eine Weile gut gehen lassen, klappt noch irgendwie. Aber, und an dieser Stelle kommt mein Aber, das geht eine Weile, bis du sagst, okay, geht wohl irgendwie, aber so richtig? Etwas ist immer. Irgendwie ist nie das so richtig. Es ist zwar irgendwie gut, es ist nicht zum Meckern, aber irgendwie, okay, das da ist schon ein bisschen weg, aber so richtig weg ist es auch noch nicht.
Wieso nicht? Weil dein eigenes Licht so hell sein muss, dass sich deine körperlichen Gebrechen oder dein Lebensumfeld also wirklich hervorragend werden muss. Mit anderen Worten, daran müssen sich die Probleme ja alle auflösen. In deinem Licht natürlich, wo denn sonst? Und genau deswegen kamen wir auch auf die Welt. Darum leben wir überhaupt. Denn wenn wir das alles schon hätten, würden wir auf Wolke 7 sitzen und Halleluja singen. Aber irgendwann, ach weißt du, immer nur Halleluja singen, ach komm, hör auf. Du bist kaum in der Vollkommenheit wieder drin, da bist du schon wieder raus. Ich kenne uns doch. Wir kennen uns doch ohne Brille. Weil die Verwandlung so einen Spaß macht. Und weil es lustig ist. Und weil es irgendwie auch Spaß machen kann, wenn die Probleme nicht überhand genommen haben. Aber meistens haben sie überhand genommen. Aber nur deshalb, weil wir unser Licht nicht gebraucht haben. Ich meine, wir haben es nicht genutzt. Darum wollen Männer auch so furchtbar gerne eine schöne junge Frau. Weil sie irgendwie die Idee haben, dass dann ihr Leben besser und schöner ist und weil es auch präsentativer ist und repräsentativer ist. Ich will dir mal was sagen, Schätzchen. Ein noch so schöner Mensch an deiner Seite nützt dir nichts, wenn du nicht mit deinem Licht dafür sorgen kannst, dass er auch schön bleibt. Also ein schöner junger Mann, eine schöne junge Frau, das nützt mir alles nichts, wenn nicht mein eigenes Licht dazu beitragen kann, dass dessen Schönheit sich erhalten kann. Das ist für einige ein Schock. Ja, ein großer Schock, keine Frage. Denn hier sitzen wir wirklich mit der eigenen Verantwortung da. Denn das ist etwas, was sich nicht umändern wird. Das ist eine ewige Wahrheit. Also mit diesem universellen Gesetz hast du immer zu kämpfen, da hast du immer zu dealen. Du hast, in unserem Leben haben wir noch damit zu kämpfen, weil wir das noch nicht so ganz begriffen haben. Aber ein Satz bleibt bestehen und ich hoffe, dass du ihn dir gut gemerkt hast. Du kannst deine Gedanken, können Kristallenergie immer aufnehmen, immer tanken. Aber dazu müsstest du auch praktisch in der Zapfsäule stehen. Du musst es praktisch daneben stehen. Und warum tust du das nicht? Weil deine Gedanken sich nicht darauf konzentriert haben. Aber wenn sich deine Gedanken darauf konzentrieren, dann bist du da. Denn es muss einfach in deinem Gedanken spuken. Das muss in deinem Gedanken rumgehen, andauernd. Und alles andere muss fallen gelassen werden. Das ist eine gespenstische Vorstellung, wenn man das mal genau bedenkt. Wenn ich mir überlege, was euch im Kopf so rumgeht, dann muss euch das ja wirklich vorkommen wie der Weihnachtsmann. Aber wenn du mal genau darüber nachdenkst, ergibt das riesengroßen Sinn. Natürlich ergibt das einen Sinn. Das ist das Gesetz des Universums. Entschuldige bitte einmal, aber ich habe mit dem Erbauer des Universums zufällig mal gesprochen. Wir alle haben damit gesprochen, denn wir alle dealen damit. Wir waren bei dem Entwurf dieses Lebens massivst beteiligt. Wir waren nicht nur beteiligt, wir waren die Hauptarchitekten. Das heißt also, dass du eigentlich in deinem Leben nichts vorfindest, was du nicht früher auch mal sorgfältig geplant hast, sorgfältig installiert hast. Du warst mit allem einverstanden, was dir passieren wird. Weil das möglich gemacht worden ist, weil du die Schwingung dafür hattest, weil du die Resonanz dafür bekommen hattest. Und weil du nun keine große Lust hattest, dass man dir das immer noch alles wegnimmt und du dann immer noch wie doof dastehst, das willst du auch nicht. Du möchtest ganz einfach wirklich in der Lage sein, das haben wir uns jedenfalls alle gewünscht, sonst wären wir gar nicht am Leben. Wir möchten einfach nur in der Lage sein, wirklich alles wandeln zu können, alles zu transzendieren, alles in helleres Licht zu bringen. Das möchten wir doch. Deswegen sind wir doch auf der Welt. Ich gebe ja zu, dass wenn man da nun gerade mal meinen Kanal zum ersten Mal jetzt anschaltet und für den Fall, dass du gerade neu hier bist, dann also herzlichen Glückwunsch. Daumen, ich drücke dir die Daumen. Dann ist das vielleicht am Anfang neu. Aber es ist dir nicht fremd. Das kann dir nicht fremd sein. Denn aus dieser Vollkommenheit kommen wir alle. Und wir haben, es ist dir nicht fremd. Es ist dir nur so ungewohnt. Ja gut, das mag ja ungewohnt sein, aber dann rotierst du es eben ein und dann ist es nicht mehr ungewohnt. Einmal ist es immer das erste Mal, sagt man. Nur, dass es nicht das erste Mal ist, dass du in deinem Licht deine Probleme auflöst. Das ist durchaus nicht das erste Mal, weiß Gott nicht. Und dein Dual hat es schon sehr oft getan. Dein Dual tut es andauernd. Aber es hat nun keine große Lust, sich immer damit mit durch die Gegend zu schleppen. Denn irgendwann hoffen wir alle, dass auch der Letzte begreift.
Aber es wird eigentlich nie der Letzte begreifen. Wenn immer noch jemand kommt, der kommt immer noch angetöffelt. Ach Gott, Oskar hat sich vertrödelt. Der will auch noch. Das denn natürlich. Da kommt immer noch jemand an, der das Spiel nochmal spielen will und der das Spiel wieder spielen will und wieder spielen will. Das hört doch nie auf. Gott sei Dank nicht. Aber wir sollten es mit unserer Patsche nicht übertreiben. Also in der Nähe einer Atomsonne zu stehen, ist dann nicht mehr so. Also in der Nähe zu stehen ist okay, davon bist du sowieso nur. Aber die Menschen, die weit genug weg sind, dass sie nicht sofort perdu sind, aber doch noch genug davon abkriegen und anschließend jämmerlich drunter leiden, ich denke, das sollten wir uns schenken. Also komm, nicht dieses nichts Halbes und nichts Ganzes. Das bitte nicht. Also entweder für den Fall, dass hier mal irgendwo eine Atombombe hochgeht, dann bin ich hoffentlich dicht genug dran, dass es dann sofort, dass ich dann so einmal in die Atomsonne gucken kann. Och, bupp, weg. Und dann kann ich woanders weitermachen. Denn das Leben ist ewig. Natürlich ist das Leben ewig. Das Leben ist bis ewig bis zum Gehen, ich weiß. Und das streift alle, aber auch wirklich alle nur vorstellbaren Dimensionen und Treppenstufen und Stufen und was weiß ich was alles. Und alle möglichen Zeiten. Ich weiß noch, wie jemand hier mal, also nicht auf diesem Kanal, aber woanders gesagt hat, jetzt, ich habe die Nachricht aus der sechsten Dimension oder irgendwie sowas. Mein Gott, Junge. Die haben wir alle, aus der vierten, aus der fünften, aus der sechsten, aus der zehnten, aus der elften, aus der ersten, aus der zweiten, aus der dritten. Je nachdem, wie unser Reifegrad ist. Aber es muss doch so eine Art Joker geben, wo man praktisch immer mit hin kann, wo man überall hin kann. Dann muss es doch geben. Entschuldigung, ist gerade mal ein bisschen kalt. Es muss doch einen Joker geben, wo das immer alles prima ist. Ja, gibt es auch. Den Joker haben wir. Und den Joker haben wir nicht bei so einem Kartenspiel, den Joker haben wir sowieso. Und der Joker wäre in diesem Fall die Fähigkeit, alles in weißes Licht zu transzendieren. Das ist dein Joker, mit der immer sticht. Und wie du weißt, das hast du vom Kartenspiel schon mal mitgenommen, ein Joker kann sowohl 11 Punkte oder oder 3 oder 4 Punkte zählen. Das kommt doch mal drauf an. So, dann mal los, ne? Aber vergiss bitte eines nie. Deine Gedanken, da müssen wirklich kristallweißes Licht, kristallweiße Energie tanken, damit sie alles andere bereinigen können. Und nun geht's los. Wie viel muss es denn bereinigt werden? Was muss denn alles bereinigt werden? Bange sind wir vor gar keiner Herausforderung. Aber wir wissen auch, dass es manchmal etwas dauern kann. Weil je nachdem, wie groß das ist. Andererseits, je mehr kristallweißes Licht du tankst, desto mehr kriegst du ja auch in dieses weiße Licht. Man kann sich das ungefähr vorstellen. Ich hatte der Vergleich mit dem Auto, das da vor der Tankstelle liegen geblieben ist, war ja gar nicht schlecht. Nimm mal an, dein Auto ist 5 Kilometer vor der Tankstelle stehen geblieben. Es ist mitten in der Nacht, kein Auto kommt vorbei. Was machst du jetzt? Du gehst zur Tankstelle. Du weißt, da irgendwo ist eine. Es ist Nachtdienst. Es ist ja doch nachts offen, Gott sei Dank. Also wir natürlich dann hin. Der Weg ist beschwerlich, es ist stockfinster. Es ist eine Landstraße, keine Autobahn. Oh. Und dann strumpeln wir als mögliche Straßenbeleuchtungsgramme ausgefallen, ist gerade eine Energiekrise, das kennt irgendwo her. Und jetzt stolpern wir zur Tankstelle. Und dann hoffen wir, dass der Tankwart nett genug ist, uns nicht fürs Benzin zu geben, sondern auch, vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der uns da dann auch wieder zurück zum Auto fährt. Aber wenn man so richtig sich blöd angestellt hat im Leben, also richtig doof angestellt hat, dann gibt es einige Verwicklungen auf dem Weg zur Tankstelle. Und kaum sind wir endlich da, stellen wir auch noch fest, dass wir unser Geld vergessen haben. Nee, also bitte nicht auch das noch. Ach doch, 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 solche gemeinen Sachen gibt es. Oder du kommst endlich an die Tankstelle und dann stellst du fest, es ist gerade geschlossen. Macht erst um 8 wieder auf. Oder solche Sachen passieren. Also, entschuldige bitte mal, das Leben, du glaubst gar nicht, wie sich das Leben blöde Sachen ausdenken kann, wenn bloß deine Empfänglichkeit dafür da ist, dass dir blöde Sachen passieren können. Du glaubst aber auch nicht, wie gut das alles laufen kann, wenn dein Verstand Klick gemacht hat. Und jetzt deine Gedanken immer dabei sind, alles immer nur kristallweißes Licht zu tanken. Meine Gedanken tanken kristallweißes Licht. Weil ich es will. Weil meine Gedanken sich darauf konzentriert haben. Weil ich darauf konzentriert bin. Weil ich den größten Wert darauf lege, dass sie in meinem Leben meine Probleme auflösen. Wobei es mir völlig schnurzpiepegal ist, ob du das so verstehst. Vielleicht verstehst du es ja. Ich meine, ich erzähle es ja allen.
Es gibt also keinen Grund, sozusagen, kapiere ich immer noch nicht. Doch, das kapierst du. Ich meine, du musst dir dann immer überlegen, wie man Baby füttert. Das schüttet man doch auch nicht aus 3 Meter Entfernung die Milch in den Mund. Das Baby muss schon bei der Mutter sein, sonst kannst du trinken. Ja, mein Schätzchen. Und das ist bei dir auch so. Das ist bei jedem so. 40.000 Menschen haben meine Videos mal so angeklickt und nicht wenige haben das sofort wieder weggedrückt. Ja, das ist Pech für die. Aber eines ist sicher, niemand, der das mal gehört hat, ganz egal von wem, von mir oder von jemand anders, das spielt wirklich keine Rolle mehr. Das spielt aber in einer bestimmten Ebene überhaupt keine Rolle mehr, von wem du das mal gehört hast. Wer das mal gehört hat und dann aber lieber so tut, als hätte er nichts gehört, der ist verdammt gekniffen. Denn eines ist sicher, ich bin nicht sicher, wie lange du dein Spiel noch weiter treiben kannst, wenn du es unterlässt, dafür zu sorgen, dass die guten Zeiten nicht nur erhalten bleiben, sondern auch wiederkommen oder sich auch vor allen Dingen auch verbessern können. Das muss aber jeder Einzelne in dieser Gesellschaft und nicht, wir können nicht alle darauf warten, dass man den anderen damit anfängt. Also das funktioniert nicht. Also in deinem Leben bist du dafür verantwortlich, dass du das tust. Von dieser Verantwortung aber kannst du dich nun nicht mehr drücken. Ne? Das funktioniert nicht mehr. Also du kannst nicht mal sagen, ach nee, wieso? Ich tue mal lieber so, als hätte ich nichts gehört. Das gilt nicht. Das funktioniert gar nicht. Überhaupt nicht. Wenn man sagt, nee, das kann alles nicht, und guck mal, die waren alle so ungerecht, dann und dann waren so ungerecht, natürlich waren sie ungerecht, du hattest auch eine Resonanz dafür. Und? Hast du es gereinigt? Wie ich? Ja, du. Wer ich? Ja, du. Wer ich? Ja, du. Kann man was anderes sagen? Ja, es wird einiges an Aufregung hier geben, das stimmt. Inwieweit sie dich betreffen, liegt an dir. Ja, aber was ist denn mit den armen Kindern in Afrika? Mittlerweile haben wir so viele Afrikaner in Deutschland leben und auch in Europa leben, dass sich die Nachricht mittlerweile auch nach Afrika durchgesprochen haben müsste. Es könnte. Es könnten auch Afrikaner hören, was ich sage. Mittlerweile müssen sie ja Deutsch sprechen. Also einige. Mein Kanal könnte man auch, also ich habe einen Hörer, der wohnt in Australien, also man kann das ja auch in Australien anklicken. Also man kann es überall anklicken. Man kann es auch in New York hören, wenn man da zufällig Deutsch spricht. Tut mir leid, also ich habe das übrigens mal auf Englisch gesagt, aber da kam keine Resonanz. Sorry dafür. Also ich bin hier, ich habe nur begrenzt Interesse daran, wie euch das hier allen geht. Aber ich habe großes Interesse daran, es allen Menschen zu erzählen. Ich habe das mal in einem Agatha Christie-Roman gelesen, wo sonst, da wurde ein Arzt, wurde dann so nach seinen ethischen Ansichten gefragt und dann sagte der, wieso? Wenn ein Idiot, also ein geistig verwirrter Mensch stirbt, ist es ein Glück. Und er sagte noch vorher noch was anderes, er sagte vorher noch, wenn ein gesunder Mensch stirbt, ist es egal. Wenn ein Idiot stirbt, ist es ein Glück. Aber wenn aus einem Idioten ein geistig verwirrter Mensch ein gesunder Mensch wird, das bedeutet aber ungeheuer viel. Und so sehe ich das Leben auch. Wisst ihr, wenn ein Mensch, der ganz gesund ist und eigentlich ganz prima Leben hatte und war alles ganz gut und der stirbt dann, ist das nicht weiter tragisch. Und wenn jemand, der nur Probleme macht und der nur Probleme hat und anderen nur Probleme macht, weil er wirklich total verblödet ist. Also wenn ein solcher Mensch stirbt, das ist ein Glück. Auch für ihn. Für den anderen auch. Obwohl es eigentlich für die anderen egal ist, aber stirbt. Für ihn ist es ein Glück. Weil er irgendwann dann die Möglichkeit hat, sein Leben neu zu ordnen, sich genau anzugucken, okay, welche Hilfe kann ich dann bekommen, damit mir das klar wird. Für die anderen Menschen ist es egal. Ich meine, ob ein Serienkiller stirbt oder nicht, mein Gott, dann stirbt er eben oder wird erschossen, mein Gott, da kommt ein anderer. Das ist eigentlich egal. Die Frage ist nicht, ob Serienkiller frei rumlaufen. Die Frage ist, ob du die Möglichkeit hast, einem solchen nicht in die Hände zu fallen.
Einfach deshalb, weil deine Gedanken alles in Kristallenergie auflösen. Und wir sollten Eltern mittlerweile das auch begriffen haben, das nach Möglichkeit ihren Kindern erzählen. Also der Vater, der seine Tochter mal so ängstlich hütet, oh Gott, keiner darf meine Tochter anfassen. Also, oh. Die Eltern täten besser daran, ihren Kindern klarzumachen, in deinem Licht lösen sich deine Probleme auf. Solltest du andere Probleme machen, kriegst du eine Menge Ärger. Vielleicht bist du in der Lage, das deinen Sprösslingen zu erzählen. Sehr froh, wenn du die Lage hast. Ich hatte sie nicht. Die energetische Voraussetzung war nicht dafür da. Kann passieren. So, mehr ist es auch nicht. Aber jetzt ist die Frage, inwieweit du in der Lage bist, das zu begreifen. Also nicht, was mit mir passiert ist, darum geht es hier nicht. Es geht um dich. Bist du in der Lage, das zu verstehen? Und anzuwenden? Beim Staubsaugen, beim Autofahren. Ich habe Stempeluhren, gibt es heute nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Aber wenn Stecher da betätigt oder was, keine Ahnung, ob es das überhaupt noch gibt. Wie auch immer. Beim Stempeln gehen meinetwegen auch noch. Wenn du gerade auf der Arbeit bist, du schnell als Arbeitssuchend bist. Mein liebes Kind, keine Arbeit, such dir Arbeit. Arbeitssuchende gibt es nicht. Aber jede Menge Menschen hoffentlich, die kapieren müssen, dass sie alles in weißes Licht bringen müssen. Das hoffe ich, dass du das verstehst. Und wenn du jede Menge Zeit hast, sei froh, dann denke bitte daran, dass du deine Zeit nutzt, dass du deine Gedanken dazu bringst, Kristallenergie zu tanken. Denn dann lösen sich deine Probleme auf. Haben wir sonst noch Fragen irgendwo? Ich glaube, das war's, ne? Tja, je weniger Probleme du über andere Menschen machst, je weniger Gedanken du über andere Menschen machst und deren Probleme machst, und dass du ja wohl dazu berufen bist, deren Probleme zu lösen, desto besser läuft dein Leben. Menschen, die andere Leute Probleme lösen wollen, tragen in der Regel dazu bei, dass die Probleme sich für die Menschen noch erhöhen und sie selber machen sich lauter Knoten in ihre Lebensfäden. Die Göttin Mako Halmi ist eine koreanische Schicksalsgöttin. Und die macht gemeinerweise immer Knoten in die Lebensfäden. Dann müssen die Menschen zusehen, dass sie die Knoten wieder aufkriegen. Das ist ein guter Vergleich eigentlich. Du musst die Knoten wieder aufkriegen. Sie entwirren sich in deinem Licht auf jeden Fall. Du musst es nur wissen, dass sich das so verhält. Und dass ein Gott nichts anderes tut, als darauf zu warten, dass du auf die Idee kommst. Und wo wir gerade dabei sind, bei Gott, wenn wir schon dabei sind. Wenn du Gott wirklich liebst, einige sagen das ja, oh, sie lieben Gott ja so sehr. Schön. Dann diene ihm. Du dienst ihm am besten, indem du alles in weißes Licht bringst. Und dabei wird dir Gott auf jeden Fall helfen. Ich sag dir ja, das muss in deinem Kopf rumgehen. Ich bin kristallweißes Licht, meine Gedanken trinken an deinem kristallweißes Licht. So wahr mir Gott helfe. Und dabei hilft dir Gott garantiert. Wir sollten ja nicht als kristallweißes Licht. Also, jedenfalls so, dass ich das in meinem Leben hier begreifen kann. Wahrscheinlich ist es noch ein paar Etagen höher, aber das kann ich hier von meinem Standpunkt nichts anders sehen. Ich weiß so, dass Gott kristallweißes Licht ist. Und dass er in seinem Licht alles auflöst, was das Licht verdunkeln würde. Also, ich bin kristallweißes Licht, weil meine Gedanken andauernd kristallweißes Licht trinken. Denn meine Gedanken sind andauernd im kristallweißen Licht. Denn alles, was ich denke, ist schon im kristallweißen Licht, auch bevor ich es überhaupt gedacht habe. Ich denke, wir versuchen es mal so rum. Ne? Okay. Ich wünsche dir alles, alles Gute und in der Kristallenergie sehen wir uns wieder. Und im kristallweißen Licht erst recht. Aber was für dich aber viel entscheidender sein wird, ist, du siehst halt dein Dual wieder. Du siehst dein höchstes Ich wieder, dein höchstes Selbst. Und du siehst dich oder du siehst die Vollkommenheit in deinem Leben. Es ist wert, das zu leben. Ich wünsche dir alles Gute. Und in der Kristallenergie sehen wir uns wieder. Bis dann.